So, moin moin Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht schon, ich bin im Auto, das heißt, es geht ins Training. Wie ihr vielleicht wisst, ich war anderthalb Wochen krank. Ich habe seit zwei Wochen nicht gehoben. Ich bin aber auch erst seit kurzem auf Convention umgestiegen und heute steht wieder Heben an. Das heißt, ich bin sehr gespannt, was gehen wird. Wir haben einen Top-Single nach einem Ramp-Up. Also zuerst mache ich drei normale Sätze, drei Arbeitssätze und dann meinen Top-Satz at 4 bis 5 Reps in Reserve, das heißt at 5 bis 6. Und ich habe keine Ahnung, was drin ist, aber ich dachte mir gestern Abend, irgendwie muss ich diesen Block mal irgendwas nahe 3,50 ziehen. Deswegen, mal gucken, was geht. Ich meine, ich habe es lange nicht trainiert, ich weiß nicht. Ich denke, heute wird eigentlich nicht so viel drin sein. Aber ich bin motiviert, ich habe das erste Mal so lange wieder Bock aufheben. Und jump out the crib, stack up my C note this year, killing my ego this year, all for the people this year, only believe in the real, I do believe in no fear, and I got gang in this, I never switch on the try, I keep it all the way real, I'm in control of my tears, you see my highlights and study my real, yeah. I'm showing all of this year, running more plays, finna scale up my business this year, the world in my palm, I'm a star, I deliver my cadence, I'm serving up cheers to my peers, bringing the bread for the fam, everything good on the side, everything coming together. New whip, no leash, no key in it, they heat it. California on the plate, I'm out in plan but keep it. I pull up, she leaking, she want me for the weekend. My foot on the gas with her brakes, give me a love and you see me. Flex, yes, I got my foot on their neck. I'm out with a squad to the death. So, erster Arbeitssatz. Wir haben jetzt 2,50 geladen. Sollen 6 bis 8 Reps in Reserve werden. Gucken wir mal. Fühlt sich aber okay an. Also dafür, dass ich jetzt eine Woche raushaue und vor zwei Wochen das jetzt mal gehoben habe, ist okay. Gucken. Everything coming together. New whip, no leash, no key. They heat it. California on the plate. I'm out of plan for keeping. I pull up, she leaking. She want me for the weekend. My foot on the gas with her brakes. Hit me a love and you see me. Flex, yes. I got my foot on the neck. Ja Leute, wir gehen jetzt auf 2,90, weil 2,80 haben sich gut bewegt und ich fühle mich relativ gut. Wir schauen mal. Es kann auch sein, dass ich diesen Satz rausschneide, aber ja, sollten jetzt im Endeffekt irgendwie 4 bis 5 Reps in Reserve sein. Ich hätte jetzt die 2,80 hätte ich so auf 5,5 oder sowas geratet. Deswegen schauen wir jetzt mal. Bisschen an der Technik muss ich noch arbeiten. Also ihr seht, es ist noch nicht perfekt. Das Gute ist, Conventional verzeiht viel mehr als Sumo. Gerade bei 2,80 ist halt meine Hüfte zu weit hochgeschossen, da ich mich zu sehr auf meine Beine konzentriert habe. Aber schauen wir mal, wie die sich jetzt bewegen und wie die technisch besonders aussehen. Und dann gucken wir mal, was eines Blocks möglich ist. Das ist im Übrigen 10 Kilo unter meinem Conventional PR bisher. Den habe ich 2,19 oder sowas mit. Mit 18 Jahren damals habe ich den gehoben. 300. Oh. Oh Gott! Also, gucken. Thank you.
Also, technisch weit von perfekt. Ich muss noch finden, meine Rückenposition noch finden. Da ich halt einen sehr langen Torso habe, habe ich halt auch einen sehr langen Hebel, was erstmal nicht das Beste ist. Also mein Rücken rundet halt schnell ein. Das heißt, wir müssen jetzt so den Sweet Spot finden aus Startposition und Endposition, die ich stabil halten kann. Und ja, sonst haben die sich aber sehr gut bewegt und ich fühle mich jetzt auch gar nicht überlastet oder so. Bin ich super zufrieden mit. Das nach einer Woche krank, nach zweimal Conventional heben, also läuft. Jetzt zweite Übung, ADLs 3-1-0, 5 Wiederholungen mit 5 bis 6 Reps Reserve. Also sehr, sehr locker, aber ist auch gut so, weil alles an Wiederholungen fühlt sich halt im Moment scheiße an, weil ich jetzt noch nicht zu 100% gut Luft kriege. Cuban links on my neck, check it. Freeze, smoking on dope that diesel. Freeze, running till I miss my season. Lay back, geeky, smoking on dope that diesel. Young nigga gone off the deep end, running till I miss my season. Once we understand that it is through our crisis. So, Übung Nummer 3. Leg Extensions, 2 Sätze, also eigentlich 1 Satz Hex Squats, 1 Satz Leg Extensions. Ich mache 2 Sätze Leg Extensions, einfach auch ein bisschen wegen Luft. Nichts Wildes. Ich darf leider nur 1 bis 2 Reps in Reserve machen, deswegen relativ locker. Aber wenigstens mal wieder Beintraining, das heißt, ich habe Bock. Danach gibt es noch ein bisschen Hip Adduction und Hip Abduction. Und ich glaube noch Bauch. Obwohl da die Wahrscheinlichkeit halt relativ hoch ist, dass das heute nicht unbedingt gemacht wird. Schauen wir mal.